Verehrter Herr Präsident, und auch nochmal zum Wahlspruch, wir dienen Deutschland, kann man auf der Webseite der Bundeswehr sehen. Da gibt es nur eins, nicht hinzugehen und nicht mitzumachen. Sogenannten Herr, ich schreibe euch ein Schreiben, lest oder lasst es bleiben und habt mich alle gern. Ich kriege da gedacht, die Militärpapiere, dass ich im Krieg marschiere, und zwar vor Mittwoch nach. Ich sag euch ohne Trug, ich bin euch so müde, der Krieg ist völlig blöde, die Welt hat jetzt genug. Ihr sogenannten Herr, sag euch ganz offen, die Wahl ist schon getroffen, ich werde desertieren. Seit ich auf Erden bin, sah ich viel später sterben, sah Brüder viel verderben, sah weinen manchem Kind. Mütter voller Gram, sie konnte nicht vergessen, sah andere voll gefressen, wohl auch trotz Blut und Stamm. Sah der Gefangenen leid, ums Leben nur gelogen, um ihre Frau betrogen, um ihre gute Zeit. Wenn die Hähne krähen, dann schließ ich meine Türen, will tote Jahre spüren und auf die Straße gehen. Ich will auch keine Beute und all die armen Leute töten will ich nicht. Sehr geehrter Herr Gauck, ich kann mir nicht glauben, dass Morden und das Rauben Staatsbürgerpflichten sind. Ich muss Ihnen jetzt sagen, dass ich nicht gehen werde. Ich bin nicht auf der Erde, um Morden zu begehen. Es ist jetzt an der Zeit, unseren einzusehen und nicht mehr hinzugehen, dazu bin ich bereit. Dann geht es rauf und ran auf Welle, Wind und Wege der neuen Welten gehen. Ich rufe jedermann mit euer Leben aus, mit euch reden wieder. Eure Brüder in dieser Erde haut. Ihr sogenannten Herren mit vielem Blut fließen, so lasst das eure fließen, ihr predigt das so gern. Sagt euer Polizei, sie würde mich schon schaffen, denn ich bin ohne Waffen, zu schießen steht ihr da. Vielen Dank. Das geht weiter.